anders, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Wir müssen diesen Alpha-Wolf schleunigst finden und töten. Erlegt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit der reizenden Assistentin. Guten Tag. Sie wünschen? Ja, wir wünschen Lightwolf. Hat nur noch 3 Minuten. So, schnell looten. Denn ich brauche noch mal ein bisschen Zeug. Und da hinten steht sogar noch ein Mottenmann. Oh, und ich habe nur noch 2 Minuten. Komm, Mottimann. Mach Gas. Ach, Hund. So. Sollst du Gas geben? Das war klar. Aber gut, abgepasst. Nur noch 2 Minuten, das wird knapp. Schnellreise, mach hin. Mausi, das muss schneller gehen, oder? Ja. Ja. Kriegst du hin. Das sind nur noch 1 Minute und. Ich mach grad Mr. Fusselmarken. Du machst grad Mr. Fusselmarken, okay. Den werde ich nie wieder finden. War eine schlechte Idee. Egal. Einen haben wir noch. Kratzen ist schön. Oh, du hast ein Bruderschaftsrüstungsteil legendär gekriegt. GZ. Echt? Das ist gut. Ja, eigentlich ist das eine sehr gute Rüstung. Bloß die Dinger sind halt sehr, sehr selten. Soll ich das aufheben? Weiß ich nicht. Was hast du denn drauf gekriegt? Autos denn? Oder was ist das? Ja. Autos denn? Ja, warum nicht? Würde ich aufheben. Was hast du sonst noch drauf? Oder was jetzt weiter? Nur einstimmig, ja. Ja. Meine Güte, die Hunde sind heute mal wieder los. Dabei wollte ich das eigentlich machen, um legendären Stuff zu kriegen. Und jetzt habe ich so ein Wolfsfleisch zu kriegen. Ja, können wir ja gleich mal gucken. Wo ist er? Und in welche Richtung läufst du? Okay. Läufst du wieder direkt in die Arme. Guck ich gleich mal, ob ich vielleicht doch nochmal den Weggesprengten wiederfinde. Kommen wir mal hier ordentlich Hunde raus. Na, kommt. Zumindest kann noch mal einer von der Seite angreifen. Genau, das war echt knapp. So, Wolfsfleisch, Wolffleisch. Ja, Wahrnehmung. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den wiederfinden. Ich glaube nicht. Was hast du? Doch. Doch? Oh. Ja. Hast du so viel Vertrauen in mir? Soll ich es mir anders überlegen? Ich glaube, besser wär's. So, gucken wir mal. Hier hinten müsste das irgendwo gewesen sein. Du
Wäre jetzt natürlich auch cool, wenn die jetzt schon in Häufchen geworden wären. Nee, die werde ich nie wiederfinden. Da werde ich jetzt bestimmt 20 Minuten lang sonst nur an der Suche hier eines Wolfes. Dabei wollte ich doch nur Items zum Schreddern haben. Ah. Ja, Game over, würde ich sagen. Na gut. Denn ich brauche hier noch ein bisschen was. Machen wir aber nochmal... Ja, nichts, weil wir schon wieder nichts haben. Auch okay. Sehr, sehr merkwürdig. Warum haben wir denn gar keine Events mehr hier? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, gut, dann gehe ich nach Grafton. Kommst du mit? Ein Graftener Monster machen? Das Graftener Monster. Das Graftener Monster. Ist doch meistens sowieso Parade, nicht Parade, sondern wie heißt das? Protestding. Ja, das der Protestmarsch. Ja, dann machen wir den halt. Dann machen wir den halt. Wenn sie uns das nicht gönnen, dass hier irgendwas ist, dann werden hier die Granaten ausgepackt und dann werden sie totgeschmissen. So sieht's aus. Oder nicht? Hm. Machst du ein großes Bum-Bum von oben? Kräftentag. An alle Bewohner im Tal. Es ist Kräftentag. Wir feiern unsere Stadt und ihr geliebtes Maskottchen, das Monster von Grafton. Es sieht vielleicht unerregend aus, aber ich versichere Ihnen, dass seine Roboter... Schmeiß Granaten zu dir rüber, damit du weißt, wo ich hin bin. Kommen Sie zur Parade, geben Sie Geld aus und spenden Sie auf jeden Fall... Aber nee, bist du noch sichtbar. Okay. Ich mach das Ding weg. Welches Ding? Das blaue Ding da. Ja, hab ich schon weggemacht. Das nuckelt mir meine Gesundskernchen weg. Müsstest du doch jetzt mittlerweile genug haben, oder nicht? Ja, aber die sind wertvoll. Ist wertvoll. Irgendwo ist noch eins. Bereich gesichert. Da ist er. Blindfisch lässt grüßen. Blundfisch? Blundfrosch. Ach, jetzt sehe ich ihn auch. Kurze, gezielte Salven immer auf den Nüschel. Ich wusste, dass du das sagst. Tja, du kennst mich halt schon. Ich glaube, so der gut. Server ist kaputt. Wieso? Keine Events mehr. Gar keiner. Nee, ist ausgelutscht, ausgenuckelt. Der pfeift schon aus den letzten Löchern. Ja, gut, da hat jetzt zwei Nukes mitgemacht, ne? Also. Apropos zwei Nukes. Könnt ihr mal jetzt gucken? Lups. Nee, halt, jetzt wollte ich zu dir gehen. Nein, das will ich auch nicht. Man könnte ja jetzt mal gucken, ob jetzt da noch Leuchtende sind oder nicht. Mal ein bisschen EP machen. Nicht? Ja, doch, doch, doch. Ja, doch, doch, doch. Willst du nochmal mitkommen? Wohin denn? In White Spring. Was willst du da? Gule kloppen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, leuchtende Gule? Nö. Nö, okay. Einfach mal schauen. Geh ich zur Rose. Geh zur Rose. Was willst du denn bei der Rose? Quest. Quest. Wir haben verbrannte Gule hier. Oh nein. Irgendwelche Gule. Ja, aber ich glaube nicht, dass hinten noch Leuchtländer sind. Leuchtländer? Leuchtländer, genau.
Nicht die Deutschländer, sondern die Leuchtländer. Genau, genau, genau. So meine ich das auch. Die Leuchtländer, wo schmecken würden? Das sind halt hell und... Voll mit Würstchen. Was? Genau. Hier sind alle schon wieder normale Gülle. Das heißt, du hast hier anständig sauber gemacht. Nee, hatte ich nicht wirklich. Ne? Die meisten, also ein paar Häusern waren normale Gülle drin und die habe ich dann ausgelassen. Achso, da warst du schon, da warst du schon so enttäuscht, ja? Ja, das hab ich, die habe ich gesehen, habe ich gedacht, oh. Eine geerdete Masse, die man aus Versehen kaputt machen kann, damit man sie Schatz nicht gegen kann. Oh. Warum seid ihr denn schon rot für mich? Habt ihr euch das gemerkt, ja? Dass ich euch vorhin da weggeschossen hatte? Jawoll. Ich mag meine grünen Raketen. Auch wenn sie nicht viel Schaden machen. Bei Kammerjäger und so. Noch ein bisschen Plasmaschleim. Nehmen wir auch mit. Na, dann gucken wir mal. Die hier hinten. Die sind gerade erst gespawnt. Normale Mobs. Stinknormale. Aber wenigstens haben sie Klebeband. Guten Morgen, Herr Ghoul. Ich darf doch nicht an dich ran, weil ich muss so. Jetzt. Na gut, dann gucken wir mal da oben. Oh, haben wir hier hinten noch Yellow? Oder ist das schon wieder normal? Das wird gar nicht erst angezeigt. Das wird einfach nur eingesammelt. Okay. Das sind die Bären, die ich hier hinten wohl wahrscheinlich vergessen hatte. Trotzdem wird jetzt hier sauber gemacht. So. Nächster Ghoul. Der eine ist sogar schon an der Tür vorbeigerannt. So, und wer sich fragt, warum Mausi jetzt so leise ist, die hört sich gerade ihre Quest an. Deswegen ist sie so leise. Wieso, hast du mich was gefragt? Nein, 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 nein. Nein. Ich habe nämlich nicht zugehört. Ja. Nein, ich habe gerade nur dem Zuschauer erklärt, dass du gerade bei Rose seine Quest machst. Hätte ich doch angekündigt. Ja, ich weiß, dass du es angekündigt hast, aber du weißt ja, wenn man das nicht ankündigt, also so mit riesigen Trompeten und so, dann kriegt das doch keiner mit. Also. Ja? Na denn? Benutze ich nächstes Mal ein Megafon und schrei es dann ins Mikro. Yeah. Wenn es dann immer noch keiner gehört hat, dann weiß ich auch nicht. Dann hören die gar nichts mehr. Dann hat schon jeder abgeschaltet. Die Ohren haben dann gesagt, leck mich. Ja, so viel Dünnpfiff, wie wir denn den ganzen Tag über lauern. Dass sich das überhaupt jemand gegen tut, finde ich ja immer fasziniert. Ich habe immer gedacht, wir sind immer die asozialsten Arschgeigen vom Dienst.
Okay. Ja. Also verhalten wir uns doch eigentlich, oder? Ne? Okay. Habe ich mein Weltbild jetzt wieder geupdatet. Oh, ein Hirschi! Ein Hirschi weniger. Da, 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 da. Und hier oben wird es mir wieder nicht angezeigt. Das heißt, Server ist im Eimer. Yay! Na komm, das Level up, das schaffen wir hier nochmal. Mit dem Golfclub. Ah, oh, ein Event ist da. Ein Event ist da, und ja. Noch dann, eins. Und hier, noch eins. Und hier, noch den, eins. Denn den Attacke-Maus, ne? Attacker. Attacker? Attacker. Okay, hier, hier ist gar nichts drin. Okay. Wir sind noch nicht nachgespawnt. Okay. Alles weg. Alles ruhig hier. Waren oben auch welche oder gar keine? Ne, hab ich noch nicht nachgeguckt. Guck ich gerade. Nö. Sind die noch nicht nachgespawnt, lol. Alles leer hier. Sogar die Dosen fehlen. Ja, die hatte ich mitgenommen. Und dann hast du hier die einen Dosen, hast du aber vergessen, ja? Ja. Also, Maus, ne? Das geht so nicht. Wenn du schon beim Meister lernst, dann muss das richtig sein. Der kontrolliert manchmal. Ja. Ah, ich habe noch einen Ghoul gefunden. Der auch komisch stirbt. Schade, ich dachte, wir kriegen bald mal wieder so Roboter. Dann weißt du nämlich, dass der Server hin ist. Roboter? Na, wenn die Nuke-Zone ausgelaufen ist und du dann den Respawn triggerst, dann kommt der Server meistens nicht damit klar, wenn er schon kurz vor Entropieentladung ist, quasi Ghule zu spawnen, sondern er spawnt die dann entweder Befreier oder halt Roboter. Weil im Code haben sie sozusagen die fast dieselbe Nummer. Und dann hast du sozusagen nach der Nuke-Zone hast du dann Roboter da stehen. Also Befreier, Augenbots, Protektrons. Ja. Ne, hier krepelt noch was rum. Das wusste gar nicht, wie es ihm geschah. Mann, ihr habt aber auch heute richtig... Oh, was legendiert. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet hier. Eine Speer-Chamäleon mit Aktionspunkte. Leider fehlt der dritte Stern, sonst wärst du cool gewesen. Das heißt, auf in den Müll, in den Müll, in den Müll, 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 auf in den Müll, 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 Müll. Guten Morgen, der Herr Ghoul. Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Mir gefällt das nicht, dass ich hier jetzt alles leer räume. Spieler echt bummig. Na, dafür habe ich aber jetzt keine Zeit mehr. Ist das schade. Einfach? Echt bummig ist immer einfach. Das ist jetzt nicht weiter schwer. Aber mein Plan sagt jetzt, ich soll jetzt nochmal nach Rusty Peak. Denn wir haben ja jetzt quasi zwei Folgen mehr gemacht als eigentlich geplant. Das heißt, das geht nicht mehr im Gesamten auf. Und ich muss jetzt doch schon runterkaufen. Eigentlich wollte ich diese Aufnahmesession nicht runterkaufen. Weil sonst habe ich nachher Überschredderung. Und das wäre ja natürlich auch doof. Das heißt, Mausi, ja? Du darfst jetzt ganz dolle Feste drücken, dass ich einen weiteren nachtaktiven Raketenwerfer bekomme. Nacktaktiv? Nacktaktiv. So, dann wollen wir mal gucken. Mama Mögel. Fernkampfwaffe und
Doppelschuss, Gauss-Minigun mit Nahkampfschaden und nö. Was haben wir noch? Berserkers Repetierpistole. Mit Explosiv und Wahrnehmung. Sehr gut. Sehr gut. Würde ich sogar aufbewahren und auf einen anderen Charakter packen. Ist nicht schlecht. Wahrnehmung ist nicht schlecht. Jo, passt. Aber leider falscher Charakter. Anti-Rüstung Gatling Laser. Ah, nee. Und das letzte Mal. Ich glaub's nicht. Einen Hellstrom, den man benutzen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat sogar kritische Schüsse im Watz, machen mehr Aua und Beweglichkeit. Alles zum nutzbaren Zweck. Alles zum halben Preis. Ich glaube nicht. Es ist zwar noch nicht der Traum, aber er ist ein anständiger, nutzbarer Raketenwerfer. Oh, geil. Das ist jetzt schon der dritte. Also ganz ehrlich, jetzt mal nur mal rein rechnerisch. Ungefähre Schätzung jetzt Elpecha, ausgegeben an legendären Scheinen für 3 Hellstrims. Lass mich nicht lügen, ungefähr 1500, lass es 2000 legendäre Scheine sein. So, mein großer Char hat jetzt mindestens jetzt schon alleine nur für einen einzigen Hellstrim, der auch Scheißwerte hat. Ja, was hatte ich jetzt ausgerechnet? 4600 mal Scheine ausgegeben. Ah, geht doch noch. Das ist so. Das Luck von meinem LP-Char ist einfach nur legendär. Das geht nicht anders. Das habe ich mit keinem anderen Char. Das ist so. Ich finde das immer so mega faszinierend. Aber egal. Geil. Haben wir einen geilen Raketenwerfer erstmal. Mutanten kann ich benutzen. Wunderbar. Der wird gleich instant umgefärbt. Und jetzt bin ich raus hier. Ich wollte doch eigentlich in den Keller und aus der Power-Rüstung raus. Ja, wird ausgewechselt. Geil. 10% mehr Schaden. Jo, passt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nehme ich an. Da machen wir dann auch schön was drauf und dann passt das. Herrlich. Und dann auch noch kritische Schüsse im Watz. Kann man auch benutzen. Das ist Wahnsinn. Ich habe mal einen benutzbaren Hellstrom. Cool. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Da müssen wir halt jetzt einen klitzekleinen Cut machen. Ich werde jetzt hier nochmal mein aufbereitetes Wasser in Kleber verwandeln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.